willkommen zum Tarmstalk mit der Zevener Zeitung. Mein Name ist Katrin Harder von Fintel. Ich leite die Lokalredaktion in Zeven. Wir sprechen heute zum Thema Reitvereine. Vor welchen Herausforderungen stehen die Reitvereine zwischen Kostendruck und Nachwuchssorgen? Das Thema ist brandaktuell, denn alles wird teurer und auch im Pferdesport, in der Tierhaltung und bei Turnieren sind die Kosten gestiegen. Reitlehrer müssen bezahlt werden, die Anlage muss gepflegt werden und auch das Stalldach muss mal erneuert werden. Rücklagen zu bilden ist daher für Reitvereine wohl eher schwierig. Darüber möchte ich heute mit Anne Jansen und mit Hans-Peter Jagels sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Anne Jansen ist seit Dezember Geschäftsführerin des Pferdesportverbandes Hannover. Sie ist 29 Jahre alt und in der Nähe von Kiel aufgewachsen. Bereits während ihres Masterstudiums in den Agrarwissenschaften hat sie sich intensiv mit dem Thema Pferd beschäftigt. Sie war in der Studienzeit beim Hannoveraner Verband im Auktionsbüro angestellt und dort war sie unter anderem zuständig für die Auktionen, für die Präsentation der Reitpferde und Fohlen, für Turniere, für den Galaabend und den Jubiläumsball, den Social-Media-Auftritt und auch für die Vermietung der Niedersachsenhalle. Ganz nebenbei hat sie sich noch in der Fernhochschule zur Eventmanagerin ausbilden lassen. Anne Jansen war selbst aktive Turnierreiterin im Springsport, lebt in Pferden, hat 2 Pferde und einen Hund. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Hans-Peter Jagels ist Landwirtschaftsmeister, Ausbilder, Vorsitzender des Reitvereins Tarmstedt und leidenschaftlicher Pferdezüchter. Nicht nur er selbst saß gerne auf dem Pferd und hat auch jungen Pferden das Reiten beigebracht, sondern auch seine Kinder sind erfolgreich Turnier geritten und auch die Enkel sitzen bereits fest im Sattel. Eine ganze Familie voller Pferdefreunde also. Danke für die Worte und für die Einladung. Ja, Hans-Peter Jagels ist 72 Jahre alt, ist Ruheständler und wie er selbst sagt, Unruheständler. 71, will aber 72 werden. Ach so, okay. Frau Jansen, kurz vorweg, erläutern Sie uns bitte die Aufgaben und Ziele des Pferdesportverbandes. Das fängt bei der Vereinsgründung an. Also jeder Reitverein bei uns im Verbandsgebiet ist automatisch bei uns Mitglied. Wir helfen bei der Vereinsgründung. Was sind die Voraussetzungen, was brauchen wir? Dann geht es weiter mit Hilfestellung aller Art, die Ausschreibung der Turniere. Wir machen die Trainerlizenzen, Ausbildungsseminare für Nachwuchsassistenten und Nachwuchstrainer. Wir bilden die Richter aus, damit wir alle Richter auf unseren Turnieren haben. Aber auch die Kader sind natürlich ein wichtiger Teil, also ein Teil des Leistungssports. Wir haben die Kadernominierung, wir machen die Leistungssportförderung. Und da sind wir natürlich auch politisch engagiert in den Sachen, dass wir dort die Fördermittel auch über den Landessportbund zum Beispiel bekommen. Okay. Herr Jagels, für die Reitvereine hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Große Herausforderungen stehen bevor. Was bereitet Ihnen am meisten Kopfzerbrechen? Oh, Kopfzerbrechen. Reitverein Tarmstedt. Grundsätzlich muss ich sagen, zurzeit, der Verein steht gut da, finanziell. Vorstand ist voll besetzt, mit nicht ganz paritätisch. Wir haben 6 Frauen und einen Mann, gerade mal umgekehrt. An sich läuft alles. Wir haben natürlich mit der Planung, wenn man sagt, die Planung, was wir vorhaben, das geht mir schon durch den Kopf. Da sind einige Sachen, ich sag mal, unsere Restaurationhalle. Restauration braucht ein neues Dach, wir brauchen mal einen neuen Schlepper mit Frontlader. Ja, Schulpony ist wichtig, dass wir uns mal anschaffen. Neu, sehr schwierig geworden, weil die Pferde alle klein knapp und Schulpferde teuer geworden sind. Mhm. Und wenn ich dazu zusammenrechne, dann liegen mir doch so 40.000 Euro im Kopf, die wir demnächst mal irgendwie locker machen müssen. Ah ja. Frau Jansen, wenn Sie das hören, die Probleme der Reitvereine, nehmen Sie das auch so in Hannover wahr? Gibt es da Rückmeldungen? Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich sehr schön, dass wir eigentlich
versuchen, einen sehr engen Draht an unsere Vereine zu haben und auch Ansprechpartner zu sein. Und ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen, die da sich auch wirklich engagieren. Und da kommen oft mal Fragen, wie können wir was machen, wo können wir noch was einsparen, wo kann der Verband vielleicht auch irgendwie ein bisschen unterstützen. Natürlich auch alles nur in einem Rahmen, weil wir dann alle auch unterstützen wollen. Aber zum Beispiel Schulfonnies, da kann man bei uns einen kleinen Zuschuss beantragen. Einfach, wir können nicht ein ganzes Pferd mitfinanzieren, aber wenn es eine kleine Finanzspritze sein kann, dann versuchen wir das immer schon alles mitzumachen. Und ich hoffe, dass die Vereine auch wissen, dass wir dort gerne Ansprechpartner sind und uns auch gerne die Sorgen und Nöte anhören und da versuchen, eine Lösung zu finden. Ja. Das hört sich gut an, Herr Jagels. Haben Sie gehört? Ja, ich habe gehört. Ich weiß nicht, ob sich was geändert hat, aber wenn so ein Schulpony heute 6.000 Euro kostet und ich kriege dann 500 Euro Zuschuss, das ist schon was. Ja. Haben Sie denn auch schon von Vereinen gehört, die aus Kostengründen sich aufgelöst haben? Aus Kostengründen jetzt nicht, dass sie vielleicht Aktivitäten wie Turniere oder sowas verkleinert oder tatsächlich eingestellt haben, das schon, weil auch ein Turnier auf die Beine zu stellen schwierig ist und einfach dort dann Sponsoren zu finden, auch in der heutigen Zeit leider immer schwieriger wird. Auflösung eher aufgrund von mangelnder Mitglieder oder Zusammenlegung zweier etwas kleineren Vereine, damit die sich die Kosten ein bisschen sparen können oder auch die Ehrenamtsarbeit etwas sparen können und aus zwei kleinen Vereinen einen großen machen und mit einem Vorstand und nicht zweien, weil auch leider das Ehrenamt immer schwieriger wird, da motivierte Leute zu finden, die sich dafür einsetzen. Das stimmt. Herr Jagels, auch der Reitverein Tarmstedt macht ja immer ein großes Turnier, meistens im Spätsommer. Wie aufwendig ist die Planung? Was muss man da alles berücksichtigen und wann muss man damit beginnen? Ja, unser Turnier findet schon seit 50 Jahren am zweiten Wochenende im September statt, immer zweite Wochenende. Die Planung beginnt, glaube ich, im Oktober. Wann müssen wir anmelden, das Turnier? Das ist im Oktober, dann müssen wir schon mal anmelden. Und aber dann ist auch wieder Ruhe bis Frühjahr hin, bis wir dann mal ein gewisser Turnierausschuss oder so zusammensetzen, die Ausschreibung vorbereiten. Dann kommt der Turnierausschuss zum Beispiel zusammen, der jetzt nächsten Sonntag tagen wir. Und dann wird schon mal das ganze Turnier besprochen, Helfereinteilung und so. Das bedarf schon einer Vorplanung, denn unser kleines Turnier, wenn ich das mal so sagen darf, wir haben dann doch so 80 Freiwillige, die da irgendwie in zwei Tagen mit beschäftigt sind und davon sind wahrscheinlich tatsächlich 30 Vereinsmitglieder und die anderen haben wir so motiviert oder motivieren wir so. Das ist so allgemein. Ne? Ja, ist das denn so, dass es allgemein an Geld und an Helfern fehlt oder ist das in Tarmstedt noch alles so zu wuppen? Also im Moment muss ich sagen, ich habe vorhin schon gesagt, der Verein steht gut da, unser Turnier läuft gut. Finanziell soll sich das Turnier rechnen. Und das ist eben so ein bisschen die Schwierigkeit. Irgendwie habe ich mal gedacht, wenn so ein Turnier veranstaltet wird mit so viel Aufwand und so viel Vorbereitung, wir müssen nicht nur das Turnier über die Beine, über den Winter kriegen, hätte ich mal gesagt, wir müssen auch von dem Turnier leben. Das ist einfach so. Wenn ich mal so durchrechne, haben wir in etwa 14.000, 15.000 Euro Kosten alleine mit dem Turnier. Und Nenngelder nehmen wir so 12.000, 13.000 ein. Also da fehlen schon mal 2.000. Ich habe jetzt die ganzen Sponsoren und Gerrit ist da, der muss Eintritt kassieren. Das habe ich noch gar nicht mal mitgerechnet. Ne? Mhm. Frau Jansen, wo geht die Entwicklung mit den kleineren Turnierveranstaltungen hin? Was glauben Sie? Tatsächlich ist es leider immer schwieriger für die kleinen Vereine, ihre Turniere auf die Beine zu stellen. Das ist so, die Kosten sind leider immer höher geworden, auch sei es beim einem Zelt, was aufgebaut werden möchte, oder DAK, also die Sanitäter, der Hufschmied vielleicht vor Ort oder so. Ich glaube aber, dass es die kleinen Turniere weiter da, also beibehalten werden, weil nicht jeder Reiter unbedingt auf die großen Profiturniere fahren möchte und sich da mit dem Profireiter messen möchte, sondern vielleicht jemand, der freizeitmäßig mal auf Turnier reitet, 5, 6, 7 Turniere im Jahr, der fährt jetzt nicht auf ein ganz großes und reitet da gegen den Profi, der geht dann vielleicht auf ein kleineres ländliches, weil ihm auch die Atmosphäre ein bisschen besser gefällt. Und ich hoffe, dass wir so da auf jeden Fall den kleinen Turnieren auch noch Nennungszahlen irgendwie, dass die da noch genug Nennungszahlen für ihre verschiedenen Prüfungen haben. Vielleicht müssen da die kleinen Turniere dann einfach ein bisschen individuell sein, was sie ausschreiben, dass man da ein bisschen
eine Variabilität reinkriegt und interessante Prüfungen ausschreibt, um es attraktiv zu gestalten. Da sind auch meine Kolleginnen, die die Ausschreibung bearbeiten, immer gerne behilflich, die dann da versuchen, einmal zu erklären oder zu sagen, Mensch, kann man nicht so und sowas mal ausschreiben? Das gibt's nicht so oft und das ist vielleicht ein kleiner Magnet, wo man vielleicht den einen oder anderen noch motivieren kann. Ja, guter Tipp. Kann man so bestätigen, dass das Turnier muss familiär ausgeschrieben sein. Die Profis, die hier kommen, die kommen mit ihren Pferden an, 6 Stück auf dem Anhänger, reiten ihre Prüfungen, verzehren vielleicht nochmal eine Wurst und haben dann auf unsere Kosten eine Platzierung eingefahren, verkaufen die Pferde und der Verein steht wieder mit den Kosten da. Ja. Und in der Hinsicht, wenn wir etwas breiter das Programm aufstellen und da Oma und Oma mitkommen, die Kinder zugucken und auch noch kleinere Prüfungen, die alle reiten können, dann haben wir mehr Leute auf dem Platz und da leben wir von. Darmstadt hat noch einzig, letztes Jahr hatten wir sehr viel Besuch aus dem Dorf und so. Ja. Und es ist ja auch so für die Reiter, also die Spritkosten sind gestiegen, es gibt weniger Lizenzen und so weiter. Sind die Nenngelder auch erhöht worden? Sind die Turnierreiter da immer noch tolerant oder sagen die auch, nee, das ist uns jetzt mittlerweile alles zu teuer, wir kommen jetzt nicht mehr? Abwarten. Letztes Jahr war es noch gut. Dies Jahr habe ich auf einigen Turnieren gesehen, die gut liefen, wo wenig Nennungen waren. Wenn da 12 Nennungen sind und 7 Teilnehmer oder 20 Nennungen und 11 kommen. Gut, wer genannt hat, hat bezahlt. Nicht? Das ist schon. Aber wir müssen mal abwarten. Vom letzten Jahr sind wir motiviert, das dieses Jahr wieder durchzuziehen. Gut, die Nenngelder sind, glaube ich, von 7, 8 Euro auf 10, 15 Euro angestiegen. Das ist geht so. Ja noch. Ja. Und das ist auch noch moderat, muss ich einfach sagen. Wenn ich das bedenke, was meine Mitglieder, Vereinsmitglieder dafür leisten, dann ist das in Ordnung. Genau. Seit Corona gibt es ja auch immer mehr professionelle Bedingungen für Reiterinnen und Reiter. Es gibt ja diese Montagsclub-Turniere auf ausgewählten Anlagen, die eben alles vor Ort haben, eine gute Infrastruktur. Wie sieht das aus mit den kleineren Turnieren? Also wird sich das eher dahin konzentrieren, dass die Reiter die kleinen Turniere meiden und dahin gehen? Nee, wie gesagt, also ich glaube, klar, der Profi, der fährt gerne auf ein großes Turnier, wo er 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Springpferdeprüfungen und noch ein Youngster oder was auch immer noch reiten kann, nimmt dann sein LKW voll und nimmt seine ganzen Berettpferde mit und reitet da das auf dem Großen und fährt dann wieder nach Hause und das ist für den ein reines Arbeitsturnier. Ich glaube aber einfach, der Hobbyreiter, der ab und zu mal aufs Turnier fährt, der fährt lieber auf die kleinen ländlichen. Da ist natürlich dann die Frage, wer, wie gesagt, am attraktivsten ist, wer hat das schönste Ambiente, wo kann man dann tatsächlich vielleicht nochmal sich nett hinsetzen. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob sich alle irgendwie halten können, das muss man jetzt sehen, aber ganz abschaffen werden wir sie, also sie werden weiterhin bestehen bleiben. Mhm. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Herr Jagels, im Moment können Sie ja das Turnier noch aufrechterhalten, haben Sie ja gerade erzählt. Sie sind da sehr engagiert auch mit den Vereinsmitgliedern. Wenn es mal nicht mehr so ist und die Einnahmequelle Turnier wegfällt, ist dann die Kasse leer oder ist das nur ein großer Imageschaden für Tarmstedt? Also für mich, ich habe ja eben schon mal so ein paar Zahlen gesagt eben, ich glaube, wenn das Turnier wegfällt, dann fällt vieles im Verein weg. Viele sind ja heute, was Sie eben schon sagten, in den Montagsclub. Das ist natürlich toll für die Vereine. Die gründen einen Montagsclub, haben keinerlei Arbeit, kein gar nichts, fahren zum Turnier, bezahlen den Kram und fahren wieder weg. Und wir halt ein ganzes Jahr machen die Ausbildung für die kleinen Kinder, haben die Schulpferde, die Ausbilder, machen alles für die anderen und die sahnen ab. Also da bin ich so ein bisschen nicht ganz der Meinung der Montagsclub-Mitglieder. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und Herr Jagels, ist das so, dass man sich vielleicht auch immer mehr ausdenken muss, also immer mehr drumherum auch anbieten muss, wie Kinderschminken, Strohhüpfburg und Hundepool und Foodtruck, dass dann auch die Besucherzahlen auch in die Höhe gehen? Wir bieten schon immer mehr an. Ich habe ja gesagt, das ist ein familiäres Turnier. Es ist seit Jahren schon immer bekannt. Da kommen viele Gäste aus Tarmstedt, die kommen einfach, weil sie die Torten und die Gastronomie bei uns lieben, das ist Hausmannskost oder Landfrauencafé, wie man das so nennt. So, wir haben dann eine kleine Sandkiste und sowas stehen da, Eis, damit die Kinder beschäftigt sind und die Eltern an die Theke gehen können. So, das machen wir. Ansonsten zu viel Zirkus machen wir nicht, nein, muss ich sagen. Frau Jansen, muss da immer mehr angeboten werden, was glauben Sie? Ich glaube, man muss sich einmal überlegen, was möchte man für ein Turnier machen, also sich positionieren. Möchte man ein Arbeitsturnier machen, möchte man ein familiäres Turnier machen
Und ich glaube, dann ist es schon von Vorteil, dass wenn man jetzt sagt, man macht kleine Prüfungen, wo dann auch die Großeltern kommen, dass man Sitzgelegenheiten haben, wo sich die Großeltern vielleicht dann einmal hinsetzen können, dass sie nicht die ganze Zeit stehen müssen. Sowas in der Art ist, glaube ich, schon hilfreich, einfach um so ein bisschen die Attraktivität des Turniers zu fördern, weil der eine oder andere dann vielleicht sagt, Mensch, letztes Jahr war es da total schön, da fahren wir dieses Jahr wieder hin und dann machen wir da draußen ein Familienevent. Ist der Reitsport aufgrund der höheren Kosten fürs Unterstellen eines Pferdes, die Reitstunde ist teurer geworden, die Tierärzte nehmen jetzt mehr Geld durch die neue Gebührenordnung. Ist das ein Sport zukünftig für Reiche? Was glauben Sie? Also generell war der Pferdesport ja schon immer eher was für jemanden, also schon eine etwas separierte ja, Gesellschaft, die das vielleicht mit ausführen konnte. Nicht jeder konnte das bis jetzt machen. Ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, dass trotzdem noch wir allen so gut wie möglich ermöglichen, dass jeder daran noch reiten kann. Und wie zum Beispiel, wir sind jetzt auch dran, dass man nochmal über die Gebührenordnung, also sowohl die FN auf Bundesebene als auch wir auf Landesebene mit den Tierärztekammern versuchen, nochmal mit der Gebührenordnung was hinzubekommen, dass wir da einfach eine kleine Entlastung in welcher Form auch immer schaffen. Herr Jagels, was glauben Sie, der Normalverdiener, kann der sich das Reiten überhaupt noch leisten irgendwann? Ja, ich weiß nicht, was normal, aber ich weiß, was Sie meinen mit Normalverdiener. Mit eigenem Pferd, das wird in Zukunft sehr schwierig, muss ich einfach sagen. Einfach so grob, viele wissen das, merken das im eigenen Portemonnaie. Pferd unterstellen kostet 350 Euro. Dann kommen die ganzen Utensilien dazu, alles, was noch so gebraucht wird. Dann sind wir im Monat, ich glaube, schnell nach 500 Euro hin. Und dann haben sie sich ja diese neue Mode einfallen lassen mit Herpesimpfung. Ich weiß nicht, wie das da ist. Ich habe sogar gehört, im Ausland, die hier starten, die brauchen das nicht. Nur wir müssen das alles. Ist das so oder ist das nicht so? Jedenfalls so eine einfache Impfung, Influenza-Impfung, hat sonst 80 Euro, 60 Euro gekostet. Und heute, wenn du gut mit dem Tierarzt kommst, bist du mit 160 Euro frei dabei. Also das ist, und wenn du zwei, dreimal impfen musst und alles, was dazu ist. Also ich sehe in der Hinsicht ein bisschen schwarz. Wie ist das denn mit dem Schulpferdebetrieb, Herr Jagels? Ist das so, dass wenn man den nicht mehr aufrechterhalten kann, dass dann auch die Mitglieder weglaufen? Also hören die dann einfach auch auf mit dem Pferdesport, weil es sonst auch einfach zu teuer ist mit dem eigenen Pferd? Das ist so. Als Reitverein und eingetragener Verein sind wir ja auch für die Ausbildung, was ich vorhin schon mal sagte, der Kinder zustellen. Also wir haben etwa 12.000 Euro Einnahmen aus dem Schulbetrieb. Und der kostet, wenn ich mir das hochrechne, 15.000, 16.000 Euro im Jahr, der Schulbetrieb. So, das muss aus dem Turnier, aus den Mitgliederbeiträgen und so weiter finanziert werden. Wir fangen mit den kleinen Kindern an, Shetty Club, die kommen und geht weiter mit dem Schulunterricht. Gut, wenn die mit dem eigenen Pferd wird das nicht mehr gehen. Und wenn wir das nicht mehr anbieten werden, wir merken das ja, die sind Mitglieder im Verein. Und wenn sie aufhören mit Reiten, dann kriegen wir auch gleich die Kündigung von den Kindern. Das kenne ich von früher her oder von nicht. Also die einmal im Reitverein eingetreten sind, die scheiden bei uns eigentlich nur mit dem Tod aus. Oh. Okay. Frau Jansen, Sie haben es gehört, es ist alles gar nicht so einfach. Hat der Pferdesportverband in Hannover, gibt es da Konzepte zur Unterstützung, die Sie da entweder in der Schublade haben oder schon am Start? Ja, zum einen, wenn man jetzt auf die Schulpferde geht, einmal diese Bezuschussung, die wir versuchen dann allen zu gewährleisten. Das andere ist, wir haben jetzt seit neuestem eine Lehrkraft oder eine Fachkraft für Lehrarbeit. Das ist Frau Gudrun Hofinger, die wir eingestellt haben, die sich direkt um Bedürfnisse von Vereinen kümmern kann. Die fährt, da kann man sich als Verein individuell beraten lassen. Sie fährt in die Vereine rein und hilft dort in Problemstellungen, sei es zum Beispiel beim Schulpferdemanagement. Wie kann ich das Schulpferdemanagement noch ein bisschen besser gestalten, dass es noch etwas kostendeckender laufen kann oder in anderen Problemen. Ich glaube, das ist ein erster kleiner Schritt, um da noch weiter zu helfen. Genau, wir sind ganz glücklich, dass wir Frau Hofinger haben, die da sehr, sehr gut in dem ganzen Thema schon drinsteckt, aus jahrelanger anderer Erfahrung, die sie als Ausbilderin hatte. Und da versuchen wir jetzt in kleinen Schritten irgendwie zu unterstützen, weil wir die Probleme natürlich auch sehen. Und da können sich die Vereine dann auch melden?
Genau, Frau Hufingers E-Mail-Adresse ist auf unserer Homepage. Momentan ist das Ganze auch noch kostenlos für unsere Vereine, dieser Service, den wir da anbieten. Und Frau Hufinger würde dann in Kontakt treten und man kann besprechen, wo die Schwerpunkte liegen. Es Schulfernmanagement, Trainer, Bezuschussung, da würde sie dann einfach die Hilfestellung leisten, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen weiterkommt. Das hört sich gut an. Und wenn das Geld jetzt zu Hause nur für die Freizeitreiterei reicht, kann ich denn überhaupt auf dem Turnier starten oder bin ich dann chancenlos gegen die großen Turnierreiter? Naja, es bietet sich ja auch in Reitstellen, wenn man will, dass man sich da einklingt und da auch Pferde reiten kann. Nur oft Reitstelle haben auch junge Pferde. Man muss schon ein bisschen auf E- und A-Niveau reiten können, um junge Pferde am Turnier vorstellen zu können. Da wird sich was bieten. Also ganz ohne Geld geht das nicht. Aber so die kleinen Prüfungen, da hat nach wie vor noch jeder die Möglichkeit teilzunehmen, denke ich. Ja, vor allem, man kann ja auch sowas wie Regionaltag oder breitensportliche Veranstaltungen veranstalten und da dann eher mit Geschicklichkeitsparcours arbeiten oder ähnliches, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht die reine Spring- und Dressurschiene betreiben, sondern auch den Freizeitreiter, der im Geschicklichkeitsparcours und eine Rallye veranstalten, einfach so in dem breitensportlichen Bereich mithelfen und so einfach auch die Mitglieder an den Verein binden und da auch was zu schaffen. Mhm. Punkt dabei ist natürlich auch, Sie haben das eben ja moderiert, dass wir und über die Kinder und Enkelkinder weitergehen. Das ist auch ein großer Punkt. Also, wenn die Eltern nicht mitmischen, dann hat ein Kind es sehr schwierig, Turnier zu reiten. Das ist einfach so. Wenn da von zu Hause nichts kommt, dann wird das Kind leider nicht auf dem Turnier reiten können. Behaupte ich mal einfach so. Ja. Das heißt, wenn das talentierte Kind weiter reiten möchte und auch auf Turnier reiten möchte und der Geldbeutel aber schmal ist zu Hause, dann gibt es da auch Unterstützung irgendwie? Gibt es Förderprogramme für junge Leute? Tatsächlich sind uns da so ein bisschen die Hände gebunden. Also wir versuchen natürlich dann zu gucken, wenn wir jemanden haben, also dass wir den Leistungssport fördern. Also da müssen natürlich aber dann gewisse Voraussetzungen bestehen. Wir können aber leider nicht im ganzen Verbandsgebiet mit 80.000 Mitgliedern versuchen, jedes Kind mitzufördern. Wir würden dann halt versuchen, irgendwie mit dem Turnier, ob man, wenn da ein Schulpferd ist, ob man über Schulpferdemanagement irgendwie noch Hilfestellung leisten kann. Aber da mitzuhelfen, das ist für uns leider nicht möglich, da jedes einzelne Kind mit zu unterstützen, was ich sehr gerne machen würde. Herr Jagels, Nachwuchsprobleme haben ja gewisse Vereine, das ist ja nichts Neues. Wie sieht das aus im Reitverein? Ist es auch so, dass es immer weniger Kinder gibt, die mit dem Reiten anfangen? Und was muss man alles machen, damit die jetzt Mitglied werden? Ja, wir bieten ja schon an, was ich eben sagte, Shetty Club Unterricht, aber wir können nicht mehr anbieten, weil wir nicht mehr Schulpferde haben und auch Ausbilder fehlen, die da dabei sind. Wir haben im Shetty Club, wir könnten viel mehr Kinder unterbringen, wenn wir Unterricht hätten, nicht? Und so, da nur über Aktivitäten kriegen wir Mitglieder. Nicht, dass einer sagt, ich will Mitglied werden im Verein. Das gibt es nicht mehr. Nicht? Also, und das ist auch so, die Eltern bringen die Kinder her, die werden eine Stunde beschäftigt und dann werden die wieder abgeholt. Also das ist natürlich, bei den Eltern springt nicht immer der Funken über, sag ich mal so. Nicht? Ja. So, dass es weitergehen kann. Ja. Wie wäre das, mir fällt spontan ein, wenn man an die Schulen geht? Würde sich das lohnen, dass man da mal so eine Reit-AG anbietet? Ist das zu aufwendig oder ist das nicht? Haben wir auch schon hinter uns. Ein paar Jahre. Wir haben alles gekriegt. Wir haben eine Lehrerin, die da aktiv bei war. Wir haben 10, 15 Helme gekriegt für die Reiter und alles, was ist das Programm. Wir versuchen schon, irgendwo was locker herzukriegen. Aber das hat sich irgendwie auch im Wind verlaufen, muss ich mal so sagen. Das liegt wieder hin, auch mit der Lehrerin, mit der Ausbildung. Und dann ist das wieder eingeschlafen. Frau Janssen, wäre das eine Idee, so für die Vereine? Tatsächlich haben wir da Förderprogramme. Also wir würden sowas gerne unterstützen, finden das auch ganz toll, wenn man die Reiterei oder das Voltigieren in den Schulsport mitbringt. Und wenn ein Reitverein mit einer Schule das macht, dann unterstützen wir das auch mit in Form von, dass wir mit der FN zusammen, zum Beispiel, das hatte Herr Jagels ja auch gesagt, Reithelme zur Verfügung stellen können. Und wir haben auch ein Förderprogramm für Schulpferde, also Schulsport, sozusagen Reiten als Schulsport oder Voltigieren, wo wir das mit einem kleinen Teil dann auch bezuschussen können, um da einen gewissen Teil mitzudecken zu können. Also, ja. Das hört sich gut an. Pferdesport ist immer noch bei Mädchen und Frauen sehr beliebt.
Die Jungs, die wollen da nicht so recht ran. Woran liegt das? Was glauben Sie? Ja, das wollte ich auch nehmen. Ob die Mädchen tierfreundlicher sind, ob es anatomisch veranlagt ist, ich weiß nicht, irgendwo. Aber ist tatsächlich so, es wird immer mehr, wir haben sonst immer gesagt, es werden nur Mädchen ausgebildet und im Springsport sind die Jungs auch mal alle wieder da. Wo die herkommen, weiß ich nicht, obwohl sich das mittlerweile auch geändert hat. Also auch in den großen Prüfungen mischen die Frauen sehr viel mit. Weiß ich nicht, das ist Zufall. Ja, ich glaube einfach, das hat sich irgendwie mal, also es war irgendwann dann mein Mädchensport irgendwie und dann hat man sich als Junge das vielleicht auch nicht unbedingt getraut. Ich hatte damals einen in der Klasse, der wurde dann von den anderen immer so ein bisschen belächelt, der hat es Gott sei Dank durchgezogen. Das war ganz schön. Aber wie gesagt, im großen Sport findet man sie ja dann doch irgendwie wieder. Also, aber auch da gibt es bei uns auch ein Förderprogramm, wenn man eine Jungsreitstunde hat, also Schulstunde hat, dann kann man sich bei uns auch gerne melden, dass wir da auch irgendwie das... dass wir auch wieder mehr Jungs auf die Pferde bekommen. Ja. Eigentlich sind die Frauen auch etwas, oder Mädchen auch, dass sie etwas mehr Pflege und alles, was an die Pferde überbringen. Und die Jungs, die sind mehr für Fußball und andere Sportarten, da brauchen sie die Tasche zu nehmen, ist alles vorbereitet auf dem Platz. Und so ein Pferd, das wird ja eine Stunde fertig machen, um 10 Minuten reiten zu können. Ne? Ja, mag sein. Die Digitalisierung ist natürlich auch bei den Kindern angekommen. Handy ist ein großes Thema. Glauben Sie, das hat auch Auswirkungen auf das Hobbyreiten? Ich glaube das schon. Erstmal die Schule, die nachmittags irgendwie, wenn andere Leute Feierabend machen, dann kommen die Kinder auch erst aus der Schule. Dann sind die um 4 Uhr wahrscheinlich bereit, mal was zu unternehmen im Reitsport. So, und dann ist das Handy da und haben sich verabredet und hier und da. Und das kann man im Liegen alles machen. Also ich denke schon, dass das ein Handicap ist. Also ich glaube, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite kann es aber auch eine kleine Bereicherung sein, weil man sich natürlich über die Digitalisierung, sei es auf Facebook, Instagram, auf YouTube, sich irgendwelche Videos angucken kann und vielleicht dann auch merkt, Mensch, der macht jetzt eine ganz andere Sportart oder wie auch immer, oder ich möchte unbedingt sein wie der und der und der reitet so toll und deswegen nehme ich jetzt Unterricht und mache das. Also auf der einen Seite, klar, kann es einen Teil verdrängen, aber ich denke, wenn man einmal so richtig in dem Pferdefieber mit drin ist, dann geht man auch vielleicht lieber in den Stall, als irgendwie vorm Handy zu sitzen. Ja. Herr Jagels, mir hat mal ein Reinstallbesitzer erzählt, dass die jungen Leute, die im Stall sind, nicht auf die schiefe Bahn geraten. Die haben da zu tun, die versorgen die Pferde, die sind da unter sich, die werden gebraucht, gefordert bei den Pferden. Haben Sie das auch beobachtet? Also ich kann das bei meinen Kindern oder Enkelkindern, kann ich das nur so sagen, die laufen den ganzen Tag, sag ich mal, eben im Stall rum, morgens vorm Kindergarten eben einmal im Stall rein, Pferde streicheln, die merken genau, wenn ich da rangegangen bin, laufen sie weg und dann schmuse ich da einen Augenblick mit rum. Die müssen gepflegt werden, rausgebracht werden, reingebracht werden. Die wissen den Umgang mit Tieren, wenn ich denen was Schlechtes tue, dann haut der. Ein Handy haut nicht. Nicht? Also wo die damit zusammen sind, die haben fast oft die gleichen Ideen im Reitsport, unterhaltsam. Ich denke schon, dass das ein ganz Teil positiv ist. Ja. Und auf den Turnieren ist das ja so, dass die Wettbewerbe für Kinder da sind, das werden auch immer weniger, die teilnehmen. Stattdessen ist ja Hobbyhorsing im Kommen. Frau Jansen, was ist denn Hobbyhorsing? Hobbyhorsing ist Steckenpferdreiten. Also da gibt es dann auch die verschiedenen Disziplinen von Springen über Dressur. Da wird dann Stil- oder Zeitspringen geritten, Barrierespringen, Mächtigkeitsspringen. Eine Sache, die wir tatsächlich jetzt auch mit aufnehmen, weil das eine ganz tolle Sache ist, um die kleinen Kinder schon früh an das Thema Reiten und auch an die Regeln zu bringen, dass wenn man jetzt zum Beispiel leider auf der Warteliste bei einem Schulbetrieb ist, kann man zuerst noch Hobbyhorsing machen und dann weiß man schon die Hufschlagfiguren zum Beispiel und kann danach, fängt nicht bei Null an, sondern hat schon eine gewisse Grunderfahrung, was jetzt zum Beispiel den theoretischen Teil ist oder wie die Ausrüstungsgegenstände heißen und so weiter. Also da sind wir auch hinterher und haben ja auch mit unserem Jugendteam ein relativ hobbybegeistertes Team da und haben das zum Beispiel jetzt auch auf unserem Landesturnier als kleines Turnier ausgeschrieben, wo es dann auch Spring- und Dressurprüfungen gibt. Okay. Und müssen die Vereine da schnell sein? Was rät der Pferdesportverein eigentlich, dass die Turner dann die kleinen... Ja, tatsächlich tatsächlich finde ich, ist es eine super Variante, um die Kinder, die jetzt tatsächlich vielleicht auf einer Warteliste sind,
damit die nicht dem Reitsport abwandern, so kann man es vielleicht nennen, über das Hobbyhorsing ein bisschen darzuhalten. Und wenn das natürlich die Turn- oder die Reitvereine oder die Turnvereine nehmen, dann kann natürlich irgendwann die Gefahr bestehen, dass die dann nachher in das Leistungsturnen oder in das Turnen übergehen und nicht dann in den Reitsport wechseln. Also ich finde, das ist eigentlich eine schöne Sache, wo man als Verein gucken kann, ob man das irgendwie auf die Beine stellen kann, da so einen Teil zu machen. Und es gibt inzwischen ganz gute Beispiele. Also ein Verein hat das jetzt auch schon gemacht und die haben einen super großen Zulauf. Da hatte ich jetzt letztens mit der Vorsitzenden gesprochen und die meint, es ist unglaublich, wie viele Anmeldungen die für Hobbyhorsing haben. Also da gibt es ja auch inzwischen alles an Ausrüstung für die ganzen Pferde. Also auch die Industrie ist schon auf diesen Zug mit aufgesprungen. Das ist schön zu hören, weil ja auch Voltigieren immer weniger wird, weniger angeboten wird in den Vereinen. Dann ist Hobbyhorsing auf dem Vormarsch. Wir müssen schon zum Ende kommen. Frau Jansen, womit beschäftigt sich der Pferdesportverband aktuell? Gibt es noch eine Neuigkeit, die Sie aus Hannover mitgebracht haben, hier für die Pferdefans? Ja, ganz aktuell oder brandaktuell ist ja für uns nächste Woche das Landesturnier. Da sind wir ja in Lohmühlen und haben unsere Landesmeisterschaften in der Dressur und Springen. Dieses Jahr neu dabei haben wir auch Working Equitation 2 Tage. Das finde ich auch ganz spannend. Bin ich auch ganz gespannt, wie das wird. Da sind Sie natürlich auch alle eingeladen. Ich hoffe, wir haben gutes Wetter. Vielleicht nicht so heiß wie heute. Das ist vielleicht für die Pferde nicht ganz so schön. Aber sonst ist das gerade was, wo wir uns drauf konzentrieren. Und danach werden wir mit Frau Hofinger gucken, dass wir das auch noch weiter publizieren können, dass die Vereine sich tatsächlich da Beratung holen können. Ja, dann sage ich herzlichen Dank Anne Jansen und Hans-Peter Jagels für das tolle Gespräch, für die reichlichen Informationen. Tipps für Familien gab es auch noch und für die Reitvereine. Ich wünsche uns weiterhin gute Gespräche hier auf der Tarmstädter Ausstellung. Und wer noch Fragen hat, ich nehme die beiden jetzt mit zu uns an den Stand der Zevener Zeitung. Da können wir noch ein bisschen weitersprechen und auch noch Fragen stellen. Herzlichen Dank.